Oh Gott sei Dank, Alter. Guckt euch das Riesenteil an hier. So, wo ist der Hammer? Ist das jetzt richtig? Ist das richtig? Nein. Na ja, klar. Ich weiß nie, wo ich da klicken muss. Das Ding quasi in Betrieb kommt. Aber ich habe doch eigentlich, haben wir doch alles gebaut. Ne? Irgendwo ist es. Irgendwo. Oder fehlt da was? Und wir haben. Nee. Nee, ist alles da. Okay, bauen wir wieder hin. 1, 2, 3, 4. Ich guck mir das jetzt nur mal an hier. Ich weiß, wo es fehlt. Ich weiß, wo was fehlt. Und zwar hätten wir, müssen wir hier noch. Zack, den hier hin machen. Und das hier müssen wir auch wieder richtig machen hier. So, und jetzt müsste es funktionieren. Irgendwo müssen wir klicken. Weiß bloß nicht wo. Ah, da ist er. Da ist er. Unser Turm. Und da kommt quasi das Rohöl rein und der wandelt uns das um. So, aber da wir noch kein Rohöl haben, würde ich sagen, wir lassen den jetzt einfach mal so da stehen. Ich meine, das sieht ja bestimmt auch cool aus von unten. Gucken wir uns das mal an. Wir müssten uns dann da noch einen Weg machen. Ja, das sieht cool aus. Wir lassen den jetzt rein, optisch, Optiker rein, vom Optischen lassen wir ihn da mal stehen. Ja? Und dann werden wir dann anschließen, sobald wir Öl gefunden haben. Schön. Quest complete. 4 Buchsen Lubricant. Das ist auch was, wo man dann da rausbekommen. So, jetzt können wir 4 Sachen bauen, ja. Und das würde ich sagen, das machen wir nach einer kurzen Pause. Wir können jetzt den Arc Furnace noch bauen, ja. Der ist relativ, hoffe ich doch, relativ einfach. Refined Iron Blast Bricks müsste man sogar noch was haben. Den Redstone haben wir Steel, da haben wir sogar noch da. Steel Sheet Metal müssten wir uns machen. Da haben wir noch da und die müssen wir uns wahrscheinlich auch machen. Dann gibt es ein Engineering Blueprints für ein Arc Furnace. Okay. Und es wird dunkel und ich gehe, bevor wir jetzt in die Pause gehen, hier mal kurz ins Häuschen und dann haben wir es nämlich sicher. So. Und Tür zu. Und ab im Keller. Und diese schweren Maschinen, die bauen wir dann unten auf, ja. Gut. Wir machen mal ein Hühnchen in den Ofen. Warum auch nicht? Gut. Also meine Freunde, nicht weglaufen. Wir sind, oder ich bin gleich wieder da. Wir sind hier wieder zurück und tun mal ein Hühnchen essen. Warum auch nicht? So, er hat ja eh ein bisschen Hunger. Naja, hat ihm nicht viel gebracht. Gut, wir hauen hier mal unser. Hä? Ach, da oben. Unser Lubricant rein. Lubricant rein. Okay. Und wir werden jetzt anfangen, unser nächstes
den Arkfonens zu bauen. Ja, das machen wir jetzt als nächstes. Da bin ich doch mal gespannt, was der quasi bewirkt. So. Da ist er. Oha, oha, ist der groß. Der ist ja mal riesig. Alles klar, gut. Wir brauchen einen Kessel. Der Kessel ist wohl das kleinste Problem. Ein Kessel. Ich hoffe doch mal, dass das kein Problem ist. Der Kessel. Ja, das ist das kleinste Problem. Dann machen wir mal den Kessel. Fangen wir damit an. Tak, 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 tak. Und da haben wir den Kessel. So, und dann brauchen wir ja, beiden von oben runter. Steel Sheet Metal Slabs. 14 Stück. Hoffentlich habe ich noch genügend Stahlbarren. Warte mal, wir brauchen auch sechs Stahlblöcke. Was ist denn hier? Bleibaren. Okay. Ich würde schon fast sagen, wir werden mal die Stahlproduktion anschmeißen. Und ruhen mal unsere letzten Stahlbarren hier raus. Sind Blei Gold? Oh, da haben wir noch Stahlbarren. Okay, wir brauchen viel Stahlbarren. Okay, wir werden uns jetzt als erstes die Stahlblöcke machen. Sechs Stahlblöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Wie man bis 6 zählt, das wisst ihr, ja? Das brauche ich nicht immer machen hier. So. Okay. Sechs Stahlblöcke. Historiker Okay, den streiten, haben was wir. wohl auf den Seiten geschrieben stand, wie hier im Folgenden Steel und wo Sheet all die Metal Schlammigen Slab. Bäumen Das herkämen, heißt, wir werden Hindenburg jetzt Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht den anders, Rest denn sie sind Stahl Nazi gelungen, zu sie weitestgehend Platten unbeeindruckt von verarbeiten. Treffpunkten bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen. Ja, so machen wir das. Dann Blast Bricks. Wie viel brauchen wir? Reinforces Blast Bricks. Habe ich sowas da? Reinforces, was ist das da oben? Blast, aber mir braucht Reinforced. Okay. Müssen wir mal schauen. Immersive. Nett. Reinforced Blast Bricks. Stahlplatten, Blast Bricks, okay. Wie viel haben wir? 27. Und wir brauchen 27. Ey, was für ein Zufall. Dann kommst du mal mit. Und dann schauen wir mal, wie viel Platten wir schon fertig haben. Hier sind sie. Und wie bauen wir die? Oh Gott sei Dank. So, noch 7. Noch 5. Okay. Noch 2.
So, dann können wir die schon mal bauen. Und zwar war das ja so. Zack und zack. Und dann haben wir 27 von denen. 5 Heavy Engineering Blocks. 5, wie viel haben wir hier? Gar keinen. Schauen wir mal, wie viel wir haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wie viel haben wir da? Keine. Okay, dann müssen wir die Light Engineering Blocks bauen. Ein Mechanical Components. Okay, wir brauchen wie viel? 10. Also, und da kommen, wenn wir die machen, was sind sie denn jetzt wieder? Gerade eben hatte ich es doch. Kommen immer 2. Also, wir brauchen 10 Iron Mechanical Dingsbums. Ja, und die haben wir ja hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wo sind sie? Ach, das haben wir 12. Okay. Und dann brauchen wir Kupfer. 15. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Wie sieht's aus mit unserem Eisen? Eisen. Okay. Eisen? 7. Okay. Habe ich da noch drauf liegen? Nein. Wir werden wohl noch Eisen in den Ofen schieben müssen. Habe ich da noch? Ne, da haben wir Stein drin. Na super. Eins, zwei. Machen wir mal noch 2 Stacks Eisen in den Ofen schieben. Ich hoffe mal, dass das mit dem Furnace vielleicht schneller geht. Schauen wir mal. Bin ich ja mal gespannt, wenn wir den fertig haben. Ja, jetzt machen wir die Steel Sheet Metals. Und da wärmen wir noch. Wir haben noch die Eimer. Wir werden jetzt hier erst einmal Wasser nachfüllen. Weil wir werden viel Wasser brauchen. Und es regnet schon wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich jetzt das Eisen auch rein? Ja. So. Geht da durch. Ich hoffe, das stimmt auch, was ich jetzt da gerade erzähle. Wir brauchen einen Stiel. Ja. Naja. Steam brauchen wir. Da brauchen wir Wasser und ich hoffe Lava. Ja, Lava sieht noch gut aus. Lava brauchen wir zum Glück nicht so viel. Aber Wasser. Was das Ding Wasser braucht. Oh. Haben wir hier einen Enderman zu Besuch? Habt ihr doch einen Enderman gehört? Schauen wir gleich mal. Hier aus, ja, arbeitet. Ich habe hier einen Enderman gehört.
Wo ist er denn? Naja, sollen wir machen. Da ist so viel rein, wie es geht jetzt. Solange da unsere Plattenproduktion läuft. Wenigstens haben wir ja das schon ein bisschen automatisiert. So, seid ihr fertig, ja? Scheint fertig zu sein. Okay, dann nehmen wir euch mal raus. Und basteln da gleich mal. Huch. Naja gut, wahrscheinlich hat er gemeint, der Server, ich soll Wasser mitnehmen. Machen wir das. Hat er ja recht eigentlich, ne? Schön. Oh, und es gewittert draußen. Gut. Dann geht's los. Ich hoffe, es reicht. Wir machen das so. So. Und so. Okay, dann lassen wir mal produzieren. Wollten wir nicht? Ach so, ja. Das ist ja eh gerade im Ofen. So, mal ein Stückchen Kaffee. Ja, gucken wir mal, wie viel Slabs wir da bekommen. So, das machen wir jetzt gleich mal. Wir brauchen ja Slabs, ne? Halt. Und zwar brauchen wir... Vierzehn Slabs. Wo sind sie? Steel Scaffolding, hier. 1, 2, 3. Gut. Oh. Okay. Haben wir ein bisschen mehr, was soll's. Jetzt brauchen wir noch... Achso, wir brauchen 14 Steel Sheet Metal Slabs. Haben wir doch, oder nicht? Steel Scaffolding Slabs. 24. Sheet Metal. Steel Sheet Metal. Ich bin gerade verwirrt. Ich, Dummi, da sind sie. Ach. Ich habe falsch. 1, 2, 3. Jetzt haben wir es. So, jetzt haben wir es. Okay. 5-mal Steel Scaffolding. Naja, da habe ich wohl einen Mist gemacht jetzt. Wir haben nämlich bloß noch 2. Die brauche ich gar nicht hier. Die machen wir mal hier in Dings rein. Aber wir können uns noch welche machen. Wir haben noch ein paar Stahlbarren übrig. Und wir haben noch Steel Rods. Das war so, so, so. Und 1, 2, 3. So. Gut. Dann brauchen wir bloß noch die 10 Lightning Engineering Blocks. Und das heißt, wir haben ja hier Eisen am Stissel. Die brauchen wir nicht mehr. Das hauen wir mal da rein. Die Platten. Und was brauchen wir jetzt für die...